Bereits im Januar pilgerten in Scharen das musikbegeisterte Publikum in die alte Kaffeerösterei zur Techno-Party. Und nun sollte die zweite Auflage folgen und so startete am Ostersamstag die zweite Techno-Party in dem alten Lagerhaus. Und eines wurde bewiesen, die Techno-Szene im Vogtland lebt. Aber was heißt Vogtland? Aus Zwickau, Aue, Hof. Von überall her kamen die Techno-Freaks. Heute geht die Dezibel-Party ab, gestaltet von der Defekt Posse, Blauen. Und wir haben drei Namen auf der DJs da, die in der Region bzw. deutschlandweit sehr, sehr bekannt sind. Soweit Mario, einer der drei Veranstalter, ist für die nächste Zeit, wenn möglich, die dritte Auflage geplant? Ja, möglich ist auf alle Fälle. Wir haben ungefähr Pfingsten angepeilt. Muss nicht unbedingt Pfingsten stattfinden, aber ungefähr zu dem Zeitraum. Einer der DJs, der an diesem Abend für die richtigen BPM sorgte, war Major, der nebenbei auch bei Radio Energy die Platten auflegt. Ich bin DJ Major und mein bürgerlicher Name ist eigentlich Olli Ganz, so wie die Ente. Und ich war 5 Jahre in Görlitz, also ziemlich weit östlich, habe da einen Rundfunksender aufgebaut. Und ja, bin letztes Jahr zurückgekehrt nach Dresden, habe mich zu Energy gewandt, weil es ja gerade die Programmumänderung gab, vom Rockprogramm sozusagen auf das Top AC bzw. AC Format. Hab da angefangen mit der Friday Scene, lokal eine Stunde freitags, einfach mal so just for fun. Und die Sendung hat so einen durchschlagenden Erfolg, dass es bis heute, also freitags 22 bis 2 Uhr, aus einer Location gesendet wird und das bundesweit eigentlich einmalig. Wie kam es eigentlich zu seinem Auftritt an diesem Abend? Oder besser gesagt, was war der Grund für sein Kommen nach Plauen? Also wie gesagt, ich bin heute hier, um Party zu machen und das ist heute, glaube ich, die zweite Techno-Party, die hier in der alten Kaffeerösterei gefeiert wird. Und die Defekt Posse aus Plauen hat mich engagiert. Die haben sicherlich die Friday Scene gehört, ich weiß nicht so richtig. Jedenfalls habe ich mit Mario telefoniert und wir haben das Ganze eingetütet, eingerührt und ja, ich denke mal, dass es heute ein cooler Abend wird. Wenn das Publikum durchhält, wie lange legt dann Mädchen heute Platten auf? In der Treppe bin ich auch kaum durchgekommen, also ich denke zumindest, drin sieht es richtig voll aus, dass es lange gehen wird, bis in die frühen Morgenstunden. Vielleicht gibt es noch hier und da irgendwo eine After-Hour. Und egal ob After-Hour oder nicht, ein voller Erfolg wurde es, die zweite Techno-Party. Kann man nur noch auf die dritte warten.